Unser Heimatplanet, die Erde, ist das Juwel in unserem Sonnensystem. Sie leuchtet so wunderschön blau, weil sie größtenteils von Ozeanen bedeckt ist. Die Wolken und die Polarregionen geben der Erde schön anzusehende weiße Kleckse und die Landflächen sind ein wahres Spektakel mit allen nur erdenklichen Farbkombinationen. Nur hier auf der Erde hat sich Leben entwickeln können. Weil es im Gegensatz zu den anderen Planeten immer noch Wasser gibt und weil die Erde von einer schützenden Luftschicht umgeben ist, die wir Atmosphäre nennen. Ohne flüssiges Wasser kann es kein Leben geben und ohne eine Atmosphäre kein lebensfreundliches Klima. Das mussten unsere beiden Nachbarplaneten, die Venus und der Mars, erfahren. Auf der Venus herrschen durchschnittlich mehr als 400 Grad und auf dem Mars gibt es Temperaturen von weit unter dem Gefrierpunkt. Nur die Erde besitzt eine Atmosphäre mit einer Zusammensetzung, die lebensfreundliche Temperaturen auf ihrer Oberfläche ermöglichen. Und nur sie vermochte, ihr Wasser in großen Mengen zu behalten. So ein kostbares Geschenk wie die Erde sollten wir mit allergrößter Sorgfalt behandeln. Jedoch tun wir vielfach das Gegenteil. Wir verschmutzen die Meere, verpesten die Luft, roden die Wälder und machen vielen Lebewesen den Garaus. Vieles davon kann man sogar aus dem Weltraum sehen. Eine Ölpest nach einem Tankerunfall, das Feuer der brennenden tropischen Regenwälder, die sich zurückziehenden Eismassen in den Polarregionen und die zunehmende Dürre. Gäbe es die Marsmenschen, würden sie uns wegen unseres unvernünftigen Handelns für verrückt erklären und uns um unseren wunderbaren Planeten beneiden. Uns fallen die zahlreichen Verfehlungen, die wir täglich begehen, nicht unbedingt auf. Viele Auswirkungen unseres Handelns treten ja andernorts zutage, so wie die Polschmelze und die steigenden Meeresspiegel. Wir verschmutzen die Meere mit Plastikmüll und unsere Abgase sind auf der ganzen Erde verteilt. Die Erde erwärmt sich mit einem Tempo, das einmalig ist in der Geschichte der Menschheit. Wetterextreme nehmen zu und werden heftiger. Der Temperaturanstieg in den Meeren bedroht die Korallenriffe und die einzigartige Artenvielfalt. Wir müssen uns besinnen, wenn wir das Antlitz des Planeten bewahren möchten. Denn unsere Erde ist fantastisch. Da ist das farbenprächtige Spektakel am Himmel in Form von Regenbögen, Polarlichtern oder die stets wechselnden Wolkenformationen. Die Sinfonie von Klängen, vom Gewittergrollen bis hin zum Konzert der Vögel. Oder das Meeresrauschen und die auf die Erde prasselnden Regentropfen. Wir sollten wieder lernen, mit all unseren Sinnen die Erde wahrzunehmen. Dann werden wir die Einzigartigkeit unseres Heimatplaneten begreifen und ihn lieben. Denn man liebt nur, was man kennt. Und man schützt nur, was man liebt. Thank you.